wir werden jetzt ziemlich schnell merken, warum wir dieses Skalarprodukt brauchen. Bis jetzt haben wir es ja nur nehmen können, um zu zeigen, dass zwei Vektoren aufeinander senkrecht sind. Aber man kann damit tatsächlich ein Winkelmaß zwischen zwei Vektoren bestimmen. Heißt also, wenn ich zum Beispiel zwei Strecken habe und davon die Steigung nehmen kann, kann ich automatisch den Winkel zwischen diesen beiden Strecken oder sowas berechnen. Wir nehmen mal zwei Vektoren, einen Vektor A und einen Vektor B mit AX und AY, das sind die Koordinaten dazu, und hier drüben das gleiche. Also hier haben wir die beiden Vektoren. Die Formel, kann ich euch gleich sagen, ist das Skalarprodukt, kann man auch so schreiben, dass man das eben nach Cosinus Phi auflösen kann. Das zeige ich euch jetzt deshalb, damit wir mal wissen, wo wir hin müssen. Also würden wir jetzt hier von diesen beiden das Skalarprodukt aufstellen, dann hätten wir AXBX plus AYBY, bringt uns also nichts. Also müssen wir, um auf diese Formel hier zu kommen, erstmal umwandeln. Ja, wir können unsere Koordinaten ja so umwandeln, dass sie mit Polarkoordinaten zu versehen sind. Ja? Also nennen wir den einen A Alpha, ja? Also mit der x-Achse, mit der parallelen x-Achse, den sie einschließt, den Winkel Alpha und die Seite A. Und bei B nennen wir die Seite B, das ist ja wie gesagt der Radius bei beiden, A und B, diesmal eben nicht als Vektor vor sich, gell, sondern als Strecke, Strecke A Alpha und B, Strecke B und der Winkel Beta. Ja? Dadurch, dass wir jetzt aber immer noch kein Cosinus drin haben, versuchen wir einfach diese Polarkoordinaten nach der Formelsammlung wieder zurückzuschreiben. Nämlich mit A Cosinus Alpha und A Sinus Alpha. Das ist einfach die Umrechnung von den Polarkoordinaten in die normalen Koordinaten. Ja? Darf ich hier? Also habe ich hier meine X-Koordinate und hier meine Y-Koordinate und da mache ich das Gleiche. So, wenn ich davon jetzt das Skalarprodukt aufstelle, also von diesem hier hinten, erhalte ich A Cosinus Alpha mal B Cosinus Beta plus A Sinus Alpha mal B Sinus Beta. So, und wenn ich jetzt A und B erkenne, dass das bei beiden vorkommt, also hier ist A mal B und hier ist A mal B, kann ich das auch ausklammern. Dann bleibt hinten Cosinus Alpha, Cosinus Beta plus Sinus Alpha, Sinus Beta stehen. Ja, wie kommt man jetzt hier weiter? Das ist nämlich ein Additionstheorem plus rückwärts. Denn, wenn man in der Formelsammlung schaut, Cosinus Alpha, Cosinus Beta plus Sinus Alpha, Sinus Beta ist das gleiche wie Cosinus von Alpha minus Beta. Also kann ich auch schreiben AB mal Cosinus Alpha minus Beta. Ja, die Klammern sind hier falsch gesetzt, die müssten hier, muss hier die Klammer sein. So, und wie komme ich jetzt von dem, also das da steht ja hier dran, von dem da auf das hier unten. Vorne ist es recht leicht. Die Strecke A, wenn ich nur den Vektor habe, dann nehme ich eben von dem Vektor die Strecke. Und das mache ich eben durch diese Zeichen. Könnt ihr euch erinnern, in der Formelsammlung stehen da folgende Formeln, eben wenn ich diesen Vektor die Länge berechnen will, dann nehme ich den x-Wert von dem Vektor zum Quadrat plus den y von dem Vektor zum Quadrat. Also das ist nichts anderes als die Länge des Vektors mal die andere Länge des Vektors. Und wie komme ich jetzt von Cosinus Alpha minus Beta auf Cosinus Phi? Einfach in die Zeichnung schauen. Der Cosinus von Alpha, Alpha ist hier, Beta ist hier. Um auf den Winkel Phi zu kommen, muss ich nur Alpha minus Beta. Also steht das schon dran, dass genau aus dem, was ich jetzt hier über meine Polarkoordinaten diese Formel errechnet habe. Ja. Und damit kann ich das nach dem Winkelmaß auflösen. Der Cosinus von Phi ist also der Vektor A im Skalarprodukt mit dem Vektor B durch die Längen der beiden Vektoren. Und wenn ich das jetzt noch ein bisschen verständlicher ausschreibe, ist es nichts anderes als die x-Koordinate von A-Vektor mal B, die x-Koordinate von B-Vektor plus, also das Skalarprodukt ausgeschrieben, durch die Länge der beiden Vektoren. Und da stehen jetzt eigentlich quasi nur noch Koordinaten von meinen Vektoren drin. X-Koordinate von A, Y-Koordinate von A, Y-Koordinate von A, X-Koordinate von A und so weiter. Das heißt, allein durch zwei Vektoren und dieser Formel kann ich über den Cosinus von Phi jetzt den Winkel zwischen diesen beiden bestimmen. Das Ganze bitte jetzt ins Themenheft nochmal nachvollziehen können und dann anschließend werden wir eine Übung dazu machen.